Hallo ihr Lieben, jetzt geht es um die vorangekündigte Geschichte hier mit diesen Dioden, die hier kaputt gegangen sind auf diesem Scheinwerfer. Zwei Stück sind hier durchgebrannt. Jetzt habe ich mir erstmal eine neue Spitze besorgt für meinen Lötkolben, in der Hoffnung, dass ich auf der Rückseite das so weit erhitzt kriege, dass hier das Lot schmilzt und ich da was festlöten kann. Der eine, der sieht schon ein bisschen kriminell aus. Ich weiß nicht, ob man das ins Bild bekommt. Ich muss mal gucken. Da kann man das vielleicht sehen. Ein bisschen unscharf. Der ist schon ein bisschen kritisch. Der zweite geht. Der ist okay, aber der, müssen wir mal gucken, ob wir den überhaupt noch mal hinkriegen. Wenn nicht, ist der Teil halt Schrott. Aber ich will es auf alle Fälle versuchen, bevor ich ihn wegschmeiße. Dazu müssen wir jetzt erstmal die Platine hier loslöten, damit ich die rausbekomme und von der Rückseite erhitzen kann. Dazu müssen wir allerdings jetzt erstmal hier die Lötkolbenspitze wechseln, weil das Ding ist definitiv zu klein. Damit kannst du nichts erhitzen hier groß. Das Ding ist jetzt noch ein bisschen warm, weil ich jetzt gerade was gelötet hatte. Muss man ein wenig vorsichtig sein. Gut, das ist jetzt hier die Spitze, die machen wir jetzt erstmal ab. Und machen dann hier die breite Spitze ran. So, jetzt hätten wir hier schon einen breiten Fuß. Mal sehen, ob das was bringt. Schalten wir die Lötstation mal an. Lassen den mal aufheizen. Und dann schauen wir mal weiter. So, dann wollen wir mal schauen, ob der schon betriebsbereit ist. Nanu, noch nicht. Bin ja schon auf 300 Grad. Aber jetzt kommt er. Das ist aber auch eine Blombe, die er da gesetzt hat, meine Fresse. So, das war das. So, da ist er. Jo, dann werden wir uns erstmal eine Vorrichtung bauen, dass wir das hier mal irgendwie aufbauen können, dass wir hier löten können. Löten. Das geht nicht. Aber es ist ja echt ein Heißföhnpistole oder so. Es ist keine Chance, das anzulöten. Schüttelbill. Oh, nicht zu ändern. So. Jetzt müssen wir das Ding vorsichtig mal wieder
zusammenbauen. Mal gucken, was er sagt, ne? Ja, leuchtet ziemlich hell, so wie vorher. Die Frage ist, wie lange hält das, ne? So eine Reparatur. Die Linie ist nicht mehr so schön plan auf wie die alten, man sieht es ja auch schön. Also die sind schön zu erkennen. Erstmal sind sie viel, viel gelber als die Originalen. Da man das, wie gesagt, mit einem normalen Lötkolben kriegt das nicht aufgelötet. Man müsste einen Heißluftlötkolben haben. Habe ich nicht. Also habe ich das, wie gesagt, mit einem ganz kleinen Draht daneben angelötet. Jetzt liegen die natürlich nicht voll auf. Das heißt, die werden heiß und gehen kaputt. Das wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern. Und dann sind die wahrscheinlich kaputt. Ja, schade, aber mir jetzt deswegen extra eine Lötpistole zu holen, ist natürlich auch Quatsch. Macht doch irgendwie keinen Sinn. Und deswegen wirkt das Projekt als ad acta liegen, denke ich mal. Ja, so werden wir das machen. Aber es war trotzdem interessant, das Ding zu reparieren. Weil ich wusste ja nicht, ob es wirklich nur an diesen Wehen Dioden liegt, die da jetzt kaputt sind. Aber scheinbar war das so. Gut, das sollte dann erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für's Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss.